Final Fantasy VI für Android-Geräte. Wir hatten beim letzten Mal eine wilde Floßfahrt, haben leider ein bisschen Tinte abbekommen und sind jetzt blind. Wir schauen jetzt mal, ich weiß gar nicht, die Augentropfen zweimal. Können wir zweimal benutzen, aber ob das wirklich so sinnvoll ist, und dann haben wir sie nicht mehr, aber gut. Ist jetzt halt so. Gut, wir haben gespeichert, wir sind bei der neuen Aufnahme und los geht's weiter in das nächste Level. Finde ich auch toll, dass dieser Speicherpunkt in der Höhle praktisch drinne war. Hey, wohin jetzt hoch? Hoch. Ja, wir gehen mal nach oben. Wasser nach oben fließen finde ich immer gut. Wobei sie, glaube ich, eher die Richtung meinten. Na toll, ich glaube, jetzt haben wir einen Kreis gefahren. Andererseits wäre das natürlich eine Möglichkeit, hier jetzt schön Erfahrungspunkte zusammen, da immer im Kreis zu fahren. Wir sind wieder mal in einer Höhle und wieder mal an einem Speicherpunkt angelangt. Ich möchte jetzt aber nicht speichern. Es ist seit dem letzten Mal nicht viel passiert. So. Schön, dass wir vor uns hinfahren. Mal schauen. Das ist schon voll das coole Floß eigentlich. Oh, was ist denn das? Okay, nicht nur, dass ich mich das frage, nein, auch die Charaktere fragen sich das. Ich würde sagen, das ist ein Bossmonster. Wir haben niemanden, der klauen kann. Ultrus, hehehe. Hier gibt's kein Durchkommen. Frisauber. Suchst du Streit, suchst du woanders. Ich lasse euch nicht durch. Was hat der mit meiner Mutter zu tun? Gadget, Autoarmbrust, weg damit. Blitzattacke. So. Faustwirbel hat funktioniert. Magie. Vita auf alle, haben wir gesagt. Achso, wir sind ja auch wieder aufgeladen. Nee, achso, nur sie ist voll aufgeladen. Er kann beten. Ich hätte gerne mal, dass er für Edgar betet. Nee, der betet dann für alle. Das ist ja noch besser. Der Schutz, Kakophon auf ihn. Das müsste taub machen. Wie war die andere? Unten, links, unten, links. Okay, kann der Leute wieder auferwählen lassen? Nein. Der hat eben mit einem Schlag hat er Aura-Kanone. Muskelprotze. Konnte ich noch nie ausstehen. Okay, das finde ich gut. Beten. Beten auf jeden Fall. Auf alle. Gadgets. Bioblaster. Blitzattacke. Die machen wir jetzt nochmal, weil die war gut. 111 Schaden. Gut, er betet nochmal. Ich hoffe, dass er... Nee, Sabine ist nicht ganz aufgeheilt. Der ist aber im Augenblick echt derjenige, der am meisten Schaden macht. So. Beten, beten, beten. Schnell beten, damit wir wieder hochgeheilt werden. Gut, Sabine ist blind. Hoffentlich trifft diese Attacke immer. Sieht ein bisschen aus wie das Kamehameha von Dings. Dragon Ball. Gut, er macht wieder die Tinte drauf. Du darfst weiter beten. Blitzattack.
gut. Und ich denke halt einfach, sie war jetzt noch zu klein vom Level her. Ich habe leider nicht auf die Lebenspunkte geachtet, ob sie jetzt zwei Attacken abgekriegt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach halt, wie gesagt, vom Level her noch ein bisschen... Ja gut, toll. Und jetzt ist Bannon ist gefallen. Na super, wie soll ich mich denn dagegen verteidigen? Was stellen die sich denn vor? Ja, ist gut, du bist traurig. Wir hätten doch speichern sollen. Oh Mann. Also, langsam wird es schon zur Gewohnheit, dass wir bei den Boss-Gegnern einfach mal versagen. Wobei ich mit wir jetzt euch meine, weil ich hätte es alleine geschafft. Das ist immer nur, wenn ihr zuguckt. Das war bei Dungeon Keeper nicht anders. Normalerweise, links entlang. Normalerweise schaffe ich so Angriffe und kaum mache ich eine Aufnahme, verkacke ich das. Nein, ich möchte hier nicht speichern. Ich möchte jetzt weiter. Echt ärgerlich. Ja gut, ich weiß aber auch nicht, wie ich es jetzt besser machen soll, ganz ehrlich. Ob ich ihn irgendwie mit einer Schutz-Item... Haben wir Schutz-Items? Oh, Klatsch. Oh, nervt nicht. Jetzt kommen die auch noch. Ah, okay, ich habe jetzt hier noch nicht die an die Dings drauf. Halt, beziehungsweise wäre jetzt vielleicht sein Beten mal nicht schlecht gewesen. Weiß es nicht. Ah, sie hat Vita noch drauf für alle. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und sie wird dann auch erstmal jetzt dann Angriffszauber machen. Also auf den Großen dann. Jetzt kann sie noch einen normalen Angriff machen. Ich meine, sie hat 241 Lebenspunkte, das ist doch eigentlich was. Aber ich meine, Ben ist jetzt auch gleich beim einem Schlag weg gewesen. Edgar ist eine Stufe aufgestiegen. Ja, yeah. Hält er jetzt noch mehr aus. Das ist gut. Frage wäre, ob man versuchen könnte, Ben in den Dings-Modus zu bekommen, sodass er von Edgar beschützt wird mit dem Ausrüstungsgegenstand, wo es heißt, dass er Leben schützt. Oh Mann. Na toll, jetzt haben wir drei Leute mit... Dingens. Ja, hier gibt's kein Durchkommen. Ich war heiß, red schneller. Ach, ärgerlich. Ich verliere nicht gerne. Habe ich noch nie gerne. Ich meine, wer verliert schon gerne? Ich nicht. So, Angriff einfach nur. Du machst gleich eine Blitztech. So. Du machst Magie. Feuer. Auf ihn. Und du betest für alle. Wenn die zwei Jungs getroffen werden, die überleben. Oh, scheiße. Peilja. Ich meine, lustig gemacht ist es ja schon irgendwo, aber es nervt einfach irgendwie. So, hier wird geheilt. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt Dingens seine Aura-Kanone macht. Ach, bei Auto macht er die dann richtig. Das ist ja cool. Okay, dann muss man da auch nichts mehr eingeben. Das finde ich cool. Feuer scheint auch gut gegen ihn zu wirken. Apaelia finde ich prinzipiell jetzt nicht schlecht so von... Von Hungergefühl her könnte ich jetzt Paella essen. Meine liebe Scholle. Lass mich dich in meinen starken Tentakel schließen. Das fand ich jetzt nicht so nett. Aber wir haben noch 7 Lebenspunkte. Yeah! Wir können es noch schaffen. 407. Sie zaubert. Komm, jetzt bete mal. Autsch, heiß. Gebet, Gebet, Gebet. Oh, der mit seinen Sprüchen. Ha! Sehr gut.
Sonst wäre sie jetzt weg gewesen. Das ist echt nicht schlecht. Muskelprotze mag er nicht. Gut, der sollte das aber aushalten. Aura-Kanone. Hau ihm rein, T-Shirt. Ist die Frage, wie lang und wie oft man das jetzt gegen ihn machen muss. Ah, mein Bildschirm wird dunkel. Na. Platsch. Blubber, blubber, blubber. Ist der erledigt? Ich denke nicht. Da war etwas an meinem Fuß. Wir sollten aus dem Gröbsten raus sein. Oh Mann. Auch nicht schlecht, von wegen Mönch und so, ne? Wahrscheinlich. Na, Peachy Deal. Quietschi Deal ist halb tot dagegen. Oh Mann, was für ein Kuddelmuddel. Sabine. Ja, jetzt werden wir. Was mag die Gefährten erwarten? Natürlich epische Abenteuer, magische Schätze und ganz oft neu laden. Okay, ich hätte gern das Kupo-Szenario. Nein, ich. Ich denke, wir machen erstmal die Infiltration. Ja, achso, okay, wir laden. Bin laden. Wie unwahrscheinlich, dass er denkt, dass er da hinter der Hausmauer hängt. Gut, wenn ich jetzt runterlaufe, haben sie mich. Also, ich habe ja nicht gespeichert da jetzt, wo der Kupo war. Das war ungeschickt. Das hätte ich natürlich machen sollen. Die Frage ist, ob ich jetzt einen Quicksave durchführe oder nicht. Wobei ich ja Quicksave eigentlich nicht machen wollte. Wir safen einfach hier. Aha. Wie wär's damit? Wir safen dort. So. Ja, Lok. So locker ist das Leben leider nicht. Auf dieser Datei bitte speichern. Und zurück. Eigentlich müsste ich sogar drei Dateien anlegen, damit ich dann nicht zu weit weg spielen muss, falls die Aufnahme mal wieder nicht klappt. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr mit Aufnahmeprogrammen auf dem Handy oder Tablet euch vergnügt, dann schließt halt vorher wirklich auch alle anderen Programme, macht den RAM ganz leer. Nö, da kann ich nicht entlang. Und versucht
Warte mal, war hier vorne nicht der Hafen? Kann ich vielleicht über ein Schiff hier weg? Nö, kann ich nicht. Also zumindest im Augenblick nicht. Kann ich hier vorne? Nee, kann ich nicht entlang. Nicht vor den Tybieren. Ja, und auf jeden Fall guckt, dass halt der Ramm ganz leer ist und so weiter. Dass ihr halt wirklich in Ruhe dann aufnehmen könnt. So, wo kommen wir denn hier hin? Da hinten ist eine Treppe. Nein. Gut, dann versuchen wir es anders. Da kommen wir durch. Durch das Haus durch. Genau, da war was. Wir kommen hier rein. Können da dann eine Treppe hinten nach unten gehen. Ja. Genau, hier können wir die Treppe nach unten gehen. Und können dadurch die Tür wieder raus. Hallo, Kleiner, mein Opa. Ich bin ein Händler. Hallo? Dieser Kleine. Punkt, Punkt. Da sind wir wieder beim Thema. Oh Mann. So, so. Ein leckeres Tröpfchen. Okay. Die haben ja beim letzten Mal schon so blöd daher geredet. Ich gehe mal davon aus, ich muss jetzt in dem Laden ein Tröpfchen besorgen, ein leckeres. Und dann sehen wir weiter. So. Wie schaut's hier aus? Schlafsack. Ah, hier gibt's auch Phönixfedern. Davon nehmen wir uns doch gleich mal ein paar. Bestätigen. So, sind auch wieder 20 Minuten rum. Gucken wir dann mal, dass wir demnächst mal speichern. Wer bist du denn? Hast du ein Tröpfchen? Oh, okay. Na gut. Ein Händler. Achso, nicht Auto. Ich möchte den bestehlen. Das ist immer ein Händler. Und der sieht wirklich wie ein Händler aus. Vollgepackt mit allen möglichen Sachen. Nichts gestohlen. Ja, das wüsste ich aber. Es wird jetzt so lange gemacht, bis ich da was Gutes gestohlen habe. Federhut gestohlen, na, das geht doch schon mal. Kleidung gleich mitgestohlen. Gleich mal anprobieren. Ah, okay, jetzt sind wir ein Händler und können dadurch ein bisschen klein. Doch im Grunde fein. Kann ich noch mehr stehlen? Flucht. Ah ja, gut, er flüchtet. Okay, brauchen wir doch dann. Es ist nett. Es ist irgendwie süß gemacht, ja. Also, dass ich jetzt natürlich hier hin und her laufen musste, finde ich irgendwie blöd, aber wenn ich jetzt als Händler verkleidet bin, könnte ich doch eigentlich auch an den Soldaten so vorbei, aber gut. Wir sind jetzt mal nicht so und gehen hier runter und schauen mal, ob der Kleine uns jetzt da durchlässt. Weil wir sind ja jetzt ein Händler. Ich weiß es. Also ganz ehrlich, das Kind da einfach zur Seite zu schieben, wäre einfacher gewesen, aber gut. Ja. Lass mich raten, hier rüberlaufen geht nicht einfach so. Okay.
Gut. Okay, warte mal, wie war das denn? Wir konnten doch auch irgendwie da hinten entlang durch die ganzen Häuser dann irgendwie nach links laufen. Da war doch was. Hier haben wir den Rüstungsschmied, zu dem ich eigentlich nicht rein wollte. Da hinten, da ist doch dieser Weg, der dann oben entlang führt und der dann auch in das Haus führt und uns da wieder rauslässt. Und ich habe mir da schon gedacht, irgendwie komisch, dass das hier alles so hin und her führt und überhaupt. Habe mir aber natürlich nicht den Gedanken drum gemacht, ob das dann vielleicht später mal als Quest ist. Ja. Gut, jetzt sind wir hier gelandet. Ach, ich kann die vielleicht. Okay, den klaue ich jetzt auch mal. Vielleicht kriege ich seine Rüstung. Der sieht ja auch ein bisschen anders aus. Noch geht's mir ja relativ gut. Bräuchen gestohlen. Und die Kleidung gleich mitgestohlen. Also ich meine wirklich die Leute bis auf die Unterwäsche ausziehen, so wie wir es jetzt hier sehen. Schön, dass er so schön reimt. Flucht. Oh, wie süß. Wäre es nicht einfach gewesen, gleich so eine Rüstung zu klauen? Oh Mann. Na gut, andererseits mussten wir ja einen abgelegenen Ort finden, wo uns keine andere Wache dann sieht, während wir die Sachen klauen. Als Imperialer, ob ich da einfach zu dem Händler gehen kann und die Sachen konfiszieren kann? Das wäre natürlich cool. Nee, hier will ich jetzt eigentlich nicht mit dem reden. Ich weiß nicht, ob ich nur mit dem reden darf, der mir dann wirklich jetzt definitiv noch im Weg steht, oder ob ich mit den anderen auch reden darf. Deswegen möchte ich das jetzt hier nicht aufs Spiel setzen, dass wir das alles nochmal machen müssen. Wäre natürlich lustig, wenn man mit allen reden kann, kriegt dann irgendwie Ausrüstungsgegenstände oder so. So. Okay, dann würde ich sagen, da oben stehen wieder welche, die wahrscheinlich nicht weggehen, also gehen wir mal hier runter zum Strand. Strand, zum Anlegeplatz. So, das Schiff fährt in Kürze ab, hieß es ja. Legt nicht ab. Ah, okay. Schade. Legt nicht ab. Kann man sich hier nicht irgendwo verstecken oder so? Das wäre so ein, finde ich, ein recht toller Fluchtweg gewesen. Das hätte es sein können zumindest. Gut, dann nicht. Dann... Ich bin jetzt auch schon wieder viel zu lange am Aufnehmen. Eigentlich wollte ich ja schon längst einen Cut gemacht haben. Ich wollte jetzt nur diese Episode hier praktisch fertig haben, damit wir dann den Rest spielen können. Na komm, probieren wir es mal. Kann ich vielleicht hier rein? Nicht verwirrt. Ins Inn. In Pub. Du siehst doch irgendwie ein bisschen anders aus. Auf deinen Posten. Okay.
mal von meinem Mech. Ob ich so ein Mech bekomme irgendwo? Ganz ehrlich, das nervt mich hier schon wieder tierisch an. Muss ich jetzt hier in den Pub rein oder so? Und dann wieder mit allen reden. Mal gucken, ob ich da wieder eine Verkleidung bekomme. Vielleicht ist hier drin ja irgendwo ein General oder so, dem ich dann die Sachen abnehmen kann. So. Oh Mann. Was für ein Schaff. Hier drin ist niemand. Da drüben steht wieder einer rum mit so einem Händlerhütchen auf. Vielleicht kann man den irgendwie nochmal davon überzeugen, dass er mir seine Sachen gibt. Was bist denn du für einer? Keine billigen Tricks, ja? Jetzt nicht wieder, oder? Ach komm, wir stehlen. Stilett gestohlen und die Kleidung gleich dazu. Oh Mann! Diese armen... Gut, der flieht wieder. Kann ich jetzt als Händler dann aus der Stadt vielleicht wieder raus? Wir probieren es. Muss ich die hier vielleicht irgendwie auch noch ansprechen? Kaufe nichts. Auch nicht schlecht. Ich kaufe nichts. Oder er kauft nichts. Und der andere wird auch nichts kaufen. Haben wir hier einen Speicherpunkt? Ja, was haben wir denn hier jetzt? Ein Lagerraum. Lagerräume sind immer gut. Nee, ist kein Lagerraum. Ist ein anderer Händler. Verkauft der Händler vielleicht was an Händler? Elender Dieb. Aha, edler Tropfen. Edler Tropfen ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil jetzt weiß ich auch, wo ich als Händler wieder hin muss. Federhut gestohlen. Und die Kleidung gleich mitgestohlen. Gut, okay. Den edlen Tropfen, den bringen wir jetzt dem anderen Typ. Du warst doch vorher schon Händler. Der andere flieht jetzt. So. Edler Tropfen mitgenommen. Das ist nervenaufreibender, als ihr euch denken könnt. Vor allen Dingen sitze ich hier mittlerweile sehr unbequem hier. Okay, das sollte jetzt nicht das Problem sein. So. Okay. Erst mal hier mal so runtergehen. Dann mal hier rausgehen. Ich will auf jeden Fall erst noch den Wein zurückbringen. Und eigentlich wollte ich schon längst Aufnahmepause machen. Oh Mann. Ich glaube, dieser Soldat, den können wir dann nachher wieder benutzen, um uns eine Soldatenrüstung zu besorgen. Hier der Soldat ist weg. Da hinten der Soldat ist geblieben. Wie war denn das? Kann ich hier durch? Oder muss ich außen rum? Finger weg von... Oh! Okay. Wenn ich jetzt natürlich dem seinen Mech bekomme... Das ist ja natürlich dann auch eine interessante Sache. Oh, ich habe fast keine Lebensenergie mehr. Nein!
dachte, ich kann seinen Mech klauen. Wenn ich jetzt nochmal richtig getroffen werde, dann ist Ende. Gut, ne? Warum liege ich da rum? Autsch, das saß okay. Jetzt fange ich praktisch von vorne an. Na super. Gut, wir gehen wieder hier rein. Wir speichern hier unten im Keller. Und machen das nächste Mal nochmal. Ich glaube, die Items habe ich ja verloren. Also sprich, auch den Branntwein müsste ich verloren haben, oder? Wenn nicht, wäre natürlich toll. Nee, Branntwein habe ich noch. Kann ich den Branntwein da direkt abgeben? Ja. Nächstes Mal, meine ich natürlich. Und mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann später wieder. Ja, speichern. Klappt ja total gut, was ich hier vorhabe. So. Gut, also bis dann. Tschüss, euer Eid.